Ich möchte mich recht herzlich bei Herrn Dr. Bergmüller bedanken, dass ich hier stehen darf und sprechen darf und dass er quasi mich auch erhört hat, weil das ist wirklich Alarmstufe Rot, die Situation bezüglich ORF-Empfang. Ich bin selbst eben Medientechniker und es kann es nicht sein, was passiert. Und Sie sehen schon an dieser Karte, dass Österreich im Prinzip, habe ich den eisernen Vorhang dargestellt mit Stacheldrahtzaun ungefähr, weil so wird es jetzt im digitalen Zeitalter. So, als nächstes fange ich mal mit ein paar theoretischen Grundlagen an. Der Grund, warum wir ORF überhaupt empfangen können, ist das terrestrische Signal. Terrestrik ist Fernsehen über Antenne, das gab es schon lange bevor es Satellit gab und später Kabelfernsehen gab. Und es wurde halt digitalisiert und heißt nun DVB-T. Und wir sehen hier das Antennendiagramm vom Salzburger Geisberg. Sie sehen hier, die elektromagnetischen Wellen machen natürlich nicht an der Bundesgrenze Schluss. Und darum hat man im südbayerischen Raum eben noch das Glück, sogar bis nach München, das österreichische Signal zu empfangen. Die theoretische Reichweite wäre per Satellit natürlich noch höher. Man sieht hier den Beam und so sind auch die deutschen Programme europaweit empfangbar. Aber die Entschlüsselung ist nur in Österreich möglich. Weil über Satellit ist das Programm schon verschlüsselt, seitdem die ORF-Programme überhaupt über Satellit senden. Und der Grund hierfür ist, dass die Lizenzen eben nur für Österreich eingekauft werden. Ich habe mir dann mal etwas recherchiert, von welchen Ländern man frei empfangbare Programme bekommt. Es sind die Britischen Inseln und vor allem seit Deutschland. Und Deutschland ist da schon am längsten frei empfangbar, im Prinzip seitdem es Satellitenfernsehen gibt. Andere Länder wie Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Polen oder Türkei, die verschlüsseln nur Teile ihres Programmangebots oder schalten die Verschlüsselung sporadisch ein oder aus, wenn sie sich die Rechte für eine Sendung nicht leisten können. Kommen wir nun zu den Britischen Inseln. Die Britischen Inseln haben einen sehr engen Spotbeam. Dadurch hat man in Salzburg auch kaum mehr eine Chance. Ich habe selbst ausprobiert, mit einer 1,50 Meter Schüssel geht da nichts mehr. Und so auf die Art werden auch Gebiete eingegrenzt. Aber die britischen Programme senden dennoch unverschlüsselt und akzeptieren, dass da im Prinzip ganz Holland mitschauen kann, ganz Belgien und große Teile von Frankreich. Und ja, was ist eigentlich der Grund mit dem Ganzen, dass man Zuschauer ausgrenzt? Ja, die Lizenzinhaber, die wollen bei europaweiter Ausstrahlung mehr Geld sehen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Über Satellit unverschlüsselt ORF1 auszustrahlen, wäre extrem teuer. Man sieht Zukauf, Scrubs am heutigen Tag, wieder Scrubs, Simpsons, zwischendurch mal ZipFlash, die müsste man nicht verschlüsseln, da könnte man rein theoretisch die Verschlüsselung abstellen. Dann ist wieder How I Met Your Mother und Fußballspiele kosten sowieso viel Geld, da wollen die Lizenzinhaber immer mehr Geld haben. Müsste man auch verschlüsselt senden, wenn wir von dem ausgehen. Ungefähr so ist auch bei den italienischen Programmen, da werden diese Sendungen auch verschlüsselt. Dann 2011, da haben wir im Prinzip die Entwicklung auf ORF3 und hat das TV1-Programm ersetzt. Ich bin über das insofern nicht glücklich, weil TV1 war europaweit unverschlüsselt über Satellit empfangbar und hat viele Sendungen von Österreich für ganz Europa gebracht. Und das war eigentlich das, wo man sagt, Kulturaustausch, weil da sind die ganzen Eigenproduktionen gelaufen, wie Klingendes Österreich und so weiter. Und dann ist man 2011 hergegangen und hat ORF3 geschaffen. Ja, das ist verschlüsselt über Satellit. Die Rosenheimer haben natürlich Glück gehabt, weil auch Abstrahlung über DVB-T möglich ist. Aber
deutsche Bewohner, die jetzt zum Beispiel in der Nähe von Kufstein wohnen, wo jetzt von Kufstein der ORF3 und so weiter nicht abgestrahlt wird, ja, sondern nur ORF1, ORF2, ATV, die haben dann keinen Zugang zu ORF3. Aber in Rosenheim hat man eben aufgrund des Senders vom Geisberg Glück gehabt. Und dadurch konnte die Comro ORF3 auch ins Kabelnetz einspeisen. So, und da stellt sich für mich die Frage, wenn wir das heutige Programm ansehen, warum sollte man ORF3 eigentlich außerhalb von Österreich nicht schauen können? Kultur heute ist mehr oder weniger Eigenproduktion. Was schätzen Sie, dürfte eine Eigenproduktion sein? Und Mythos Geschichte, wenn es ein Zukauf ist, schätze ich es auch nicht, dass es so teuer ist. Und dann aus dem Rahmen ist wieder definitiv Eigenproduktion und dann auch der französische Film. Und außerdem aus dem Jahre 2006, aufgrund eigener Recherchen, weiß ich, dass Filme, die älter als 2 Jahre sind, im Zukauf jetzt auch nicht so teuer sind. Also da stellt sich für mich wirklich die Frage, warum muss ich ORF3 und sogar über Satellit verschlüsseln? Und nun kommen wir wieder zu DVB-T. Der terrestrische Overspill, wodurch man in Rosenheim ORF schauen kann, wird in der Regel geduldet. Von Österreich zukünftig nicht mehr. Und in der Eröffnungsrede bereits angesprochen, DVB-T wird zunehmend durch DVB-T2 ersetzt und in Österreich eben durch die Marke SimpliTV. Und weil das so ein Kombi-Angebot ist, wird der ORF auch verschlüsselt verbreitet. Und in Österreich wird das ja super einfach verkauft. Ich gehe da jetzt zu einem Video, was in ORF konkret gelaufen ist, wie man eigentlich den Österreichern das als wunderbares Produkt verkauft und kein Wort der Verschlüsselung erwähnt. Das Schöne ist jetzt bei dem großen Fernseher, es ist wieder einfach geworden mit einem Modul. Und dieses Modul steckt man einfach hinten rein und schon hat man alle ORF-Programme ohne Zusatzkosten oder 40 Programme mit Simpli. Ja, großartig. Ich meine, wenn man sich einen neuen Fernseher kauft, der einen integrierten DVB-T-Tuner hat, dann würde es reichen, nach wie vor die Zimmerantenne oder gar das Drahtstückerl, je nach Standort, in den Antennenanschluss einzustecken, Suchlauf machen und fertig. Und kein Modul, was noch extra eine Registrierung verlangt im Niveau von Facebook, Google und Co. Und zu den SimpliTV-Standorten, da kommen wir eben zum nächsten Thema. Für Salzburg, weil man es vom Salzburger Geisberg nicht schafft, ganz Salzburg zu entfernen, zu empfangen, hat man einen Sender am Högl bei Freilassing aufgestellt und dieser versorgt die Stadtteile Aigen und Barsch, die ungefähr in der Nähe vom anderen Sender sind. Wenn Sie hier schauen, der Sender bei Salzburg ist versorgt den Westen von Salzburg, den Osten von Salzburg nicht ganz und dadurch braucht man den Sender am Högl. Aber natürlich strahlt der Sender rund um Freilassing auch das SimpliTV aus und inklusive dem verschlüsselten ORF, aber die Freischaltung für SimpliTV geht nur mit österreichischem Wohnsitz, weil sonst kauft man die Karte und nach einem Monat ist sie gesperrt. So, wie ist das heute in der Situation für Österreicher? Heute Antenne rein und ich habe ein Bild. Morgen brauche ich entweder einen Receiver, sofern der Fernseher nicht DVB-T2 kann, den ich freischalten muss, oder eben das SimpliTV-Modul, was ich eben auch registrieren muss. Und zu was führt das Ganze? Wir sprechen hier eigentlich von einer Lose-Lose-Situation. Weil was haben die Südbayern davon oder auch zum Beispiel in Bratislava ist der ORF auch sehr beliebt, schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. Mir sagte da mal jemand, durch ORF konnten wir erfahren, was es bei uns nicht gibt. Und ja, wie ist es jetzt, wenn man im südbayerischen Raum die Antenne ansteckt und einen Suchlauf mit dem DVB-T2-fähigen Gerät macht? Erscheinen alle Programme als verschlüsselte Programme auf. Und weil SimpliTV ja auch noch die deutschen Programme als kostenpflichtiges Angebot
anbietet, scheinen da ebenfalls die deutschen Programme auch als verschlüsselte Sender auf. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze zu Verwirrung führt, für welche, die sich da jetzt nicht so gut auskennen und einfach ihre Fernseher auspacken, ja, warum die eigenen Programme verschlüsselt sind. Und es führt ja auch zu einem Nachteil für Österreich, weil die Österreicher müssen sich extra freischalten und können nicht einfach so Antenne einstecken. Also es hat keiner was davon. Und im ersten Semester Bachelor Digitales Fernsehen lernte ich, ja, ihr arbeitet ja für das Publikum. Ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, habe ich etwas falsch verstanden. Machen wir nun einen kleinen Exkurs nach Südtirol. In Südtirol geht der unverschlüsselte Empfang von ORF inklusive HD weiterhin. Und in Südtirol wird ORF 1 HD, ORF 2 HD, ARD, ORF 1 und ORF 2 in SD und ORF 3 und ARD im ZDF 3sat auch in SD übertragen, zusätzlich noch der Schweizer Fernsehen, und daran wird auch nichts geändert. Und da fühlt man sich auch als Österreicher etwas veräppelt, wenn ich das so sagen darf, wenn wir die Registrierung brauchen und in Südtirol können sie unsere Programme weiterschauen. Das, ja, und Südbayern kann's gar nicht, wird sowieso ausgeschlossen. Ja, absolut, da sind wir ja in der EU gleichberechtigt. Und da möchte ich jetzt auf ein Ergebnis kommen, was ich gegoogelt habe. In einem slowakischen Forum wurde bereits auch über dieses Problem gesprochen. Leider kann ich die Sprache zu wenig, um das Ganze konkret zu verstehen. Google Translator hilft da auch nicht so wirklich. Und die haben aber einen Suchlauf gemacht und siehe da, die empfangen mit einem DVB-T2 Receiver eben Teile von diesem Simply TV Angebot, darunter auch rot eingekringelt ORF 1 HD, ORF 2 HD, aber eben nur verschlüsselt. Drum eben dieses Dollarzeichen und haben eben auch keine Möglichkeit mehr, das zu entschlüsseln. Und wie gesagt, in Bratislava ist das ORF-Programm sehr beliebt. So, in Kärnten, drum sage ich ja Alarmstufe Rot, ist das Angebot bereits so, dass die Slowenen, die an der Grenze zu Österreich wohnen, bereits nur noch ORF 1 und ORF 2 schauen können. Und laut den Planungen, was ich so mitbekommen habe, will man dieses, was jetzt so rosa markiert ist, 2016 abschalten. Die anderen Programme werden den Österreichern verkauft. Ja, es ist ja kostenlos mit Registrierung. Dadurch wird das Wort Verschlüsselung nicht erwähnt, weil Verschlüsselung ist ja abschreckend und schlecht fürs Marketing. Und so wissen die Österreicher im Prinzip nicht, dass es sich um eine Verschlüsselung handelt. Ja, und was ist? Es ist ja nicht nur ORF 1 in HD, ORF 2, sondern auch ATV verschlüsselt und Puls 4. Die ATV und Puls 4 sind ja und ORF Sport Plus sind ja über Satellit sowieso verschlüsselt. Aber Servus TV und 3sat HD wird auch gleich über DVB-T2 mit verschlüsselt. Dabei ist ja so, dass man über Satellit im Servus TV und 3sat HD europaweit empfangen kann. Dadurch, dass Servus TV noch auf einen zweiten Satelliten sendet, kann man Servus TV sogar in Afghanistan und sogar mit einer entsprechend großen Schüssel in Teilen von Indiens anschauen, unverschlüsselt. Aber über DVB-T wird es eben verschlüsselt, weil die Sendetechnik in Österreich ist eine Tochterfirma vom ORF und da kann man sich dann eh schon vorstellen, warum und weshalb. So, gehen wir nun zu den AGBs, die natürlich beweisen, weil ja viele Leute glauben, ja, man müsste sich ja nur eine Karte und so weiter oder Modul in Österreich kaufen, aber die Berechtigung zum Empfang außerhalb von Österreich besteht nicht. Und man muss ja auch bei der Registrierung die Adresse eingeben, damit man nachher das Freischaltsignal bekommt. Und dieses Freischaltsignal bekommt man eben da nicht, wenn man eine deutsche Adresse angibt und auch nicht die GIS-Nummer, die in Österreich für die Fernsehgebühren stehen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Folgende Länder verschlüsseln öffentlich-rechtliche Programme auch per DVB-T2. Und siehe da ist Österreich etwas einzigartig in Europa.
Und somit bildet man dann den digitalen eisernen Vorhang. Und das ist auch warum der Grund, warum ich dieses Titelbild etwas provokant gestaltet habe. Ich kann Ihnen nur empfehlen, jetzt die Petition zu unterschreiben, www.orfsperre.eu, weil, wie gesagt, es kann es nicht sein, dass man in einem freien Europa, wo die Grenzen offen sind, nun einen eisernen Vorhang bildet. Und damit möchte ich mich sehr herzlich für die europafreundliche Aufmerksamkeit bedanken.